Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute nähen wir mit euch so ein süßes Lätzchen mit Schnullerhalterung. Man kann den Schnuller einfach an das Lätzchen dranheften, damit der Schnuller nicht verloren geht. Das Lätzchen passt perfekt zu dem Outfit und man braucht keine zusätzlichen Schnullerketten. Das Beste an diesem Lätzchen ist, dass das Lätzchen ganz schnell und einfach genäht wird, ohne jegliche Anstrengung zu haben. Passend zu dem Lätzchen habe ich auch ein Kleid genäht. Dazu kommt noch eine süße Mütze und rundet den Outfit perfekt ab. Übrigens, wenn jemand wissen möchte, wie das Kleid und die Mütze genäht wurde, schreibt mir in den Kommentaren unter diesem Video. Ihr könnt aber auch gerne eigene Vorschläge bringen. Daraus kann ich mein nächstes Thema erschließen. Mein Lätzchen habe ich mit zwei verschiedenen Motiven genäht. Die andere Seite vom Lätzchen habe ich passend zu meinem anderen Outfit genommen, was ich ebenfalls für meine Tochter genäht habe. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr mir gerne diese stellen. Ich beantworte jede Frage. Ansonsten könnt ihr meinen Kanal abonnieren, damit ihr keine neuen Videos verpasst. So, und wir fangen mal mit dem Schnittmuster an. Diesen Schnittmuster verlinke ich euch unten in der Beschreibung. Wenn ihr möchtet, könnt ihr diesen ausdrucken und nach meiner Anleitung weiternähen. Für mein Lätzchen habe ich von beiden Seiten ein ganz normaler Baumwollstoff genommen. Empfehlenswert ist es natürlich, dickere Stoffe zu nehmen oder die Stoffe, die wasserabweisend sind. Dieses Lätzchen kann man von beiden Seiten verwenden. Den Stoff muss man dann in der Bruchkante zuschneiden. Also man faltet den Stoff zusammen, legt das Schnittmuster auf den Stoff und dann schneidet man das alles zusammen aus. Hier habe ich schon mal alles vorbereitet. Wenn diese fertig zugeschnitten sind, dann nehmen wir das eine Teil, legen das mit der rechten Seite nach oben, nehmen das zweite und legen das rechts auf rechts aufeinander, so wie ich jetzt im Video zeige. Nachdem wir das gemacht haben, heften wir das mit den Nadeln die Stoffe zusammen, damit sie nicht verrutschen. Wenn die beiden Stoffe miteinander fixiert wurden, nähen wir das ganze Lätzchen rundherum mit der Nähmaschine ab. Dabei nicht vergessen, eine Wendeöffnung zu lassen. Die sollte 5 bis 7 cm sein. Wenn es fertig genäht wurde, sieht das dann so aus. Jetzt müssen wir die Nahtzugabe zurückschneiden. Wir fangen mal mit den Ecken an. Die Ecken müssen so abgeschnitten sein, dass es ganz knapp an die Naht kommt, dabei die Naht aber nicht durchschneiden. Um die Ecken rum machen wir so kleine Dreiecke. Wenn das fertig ist, schneiden wir das komplette Lätzchen bis auf 0,5 cm. Vielleicht auch weniger, die Nahtzugabe ab. Danach schneiden wir die in die Naht ein. Dabei aufpassen, die Naht nicht durchschneiden. Wenn wir das gemacht haben, wenden wir unser Lätzchen durch unsere Wendeöffnung auf die rechte Seite. Dabei die Ecken schön rausholen. So sieht das unser Lätzchen komplett gewendet aus. Jetzt müssen wir nur noch diese Wendeöffnung zuschließen. Dabei knicken wir die beiden Stoffe ineinander und heften das mit den Nadeln ab, damit sie nicht verrutschen. Das Ganze steppen wir rundherum auf 0,1 cm ab. Thank you.
Nach dem Absteppen sieht das Lätzchen so aus. Jetzt müssen wir noch für die Schnullerbefestigung einen Knopf anbringen. Wie der Knopf angebracht wird, zeige ich euch im weiteren Videoverlauf im Schnelldurchlauf. Ich habe ganz normale Plastikknöpfe genommen. Wem das interessiert, verlinke ich das nochmal unten in der Beschreibung. Für einen Knopf brauchen wir 4 Teile, 2 für die obere Seite und 2 für die untere Seite. Diese Knöpfe gefallen mir, weil sie ganz einfach anzubringen sind. So, jetzt haben wir den Knopf unten angebracht, jetzt brauchen wir nur noch einen Knopf oben für die Schließung von dem Lätzchen. Geht genau gleich. Die Markierungen für die Knöpfe sind auf dem Schnittmuster angezeichnet. Jetzt seht ihr nochmal, wie der Lätzchen mit kompletten Outfit aussieht. Wenn euch das Video gefallen hat, drückt mir den Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal, damit ihr keine neuen Videos verpasst. Ansonsten viel Spaß beim Nähen und bis zum nächsten Mal.